Präsenz und Geltungshoheit der Päpste in der Frühzeit war überaus gering, der theoretische Anspruch allerdings groß. Entscheidend für die Bedeutung Roms waren in der Spätantike die Bischöfe Ambrosius von Mailand und Augustinus von Hippo. Obwohl die Kaiser nach Konstantin fast nicht mehr den Titel Pontifex Maximus führten, setzten sie ihre starken Eingriffe in Kirchenangelegenheiten fort. Nach Nicäa wurden mehrere Konzilien einberufen, um auch die Einheit von Staat und Kirche zu fixieren. Der römische Bischof hatte noch lange keine Leitungsfunktion. Außer dem Kaiser hätte auch niemand ein Kirchenkonzil einberufen können. Die Kirche war also vom Kaiser abhängig. Bei strittigen Bischofswahlen griff er selbstverständlich auch ein. Er war auch die höchste Gerichtsinstanz der Kirche. Kritik an dieser Situation brachten Ambrosius und Augustinus an. Ambrosius wehrte sich als Bischof von Mailand dagegen, dass der Arianismus eine größere Bedeutung haben sollte. Unter anderem verweigerte er den Arianern die Übergabe einer Kirche. Nach seinem Verständnis durfte sich der Staat nicht in Kirchenangelegenheiten einmischen. Sogar der Kaiser sollte als Christ dem Bischof folgen. Mit diesem Argument nötigte er sogar Kaiser Theodosius zu einer förmlichen Kirchenbuße. Ambrosius bemühte sich auch um die Tilgung heidnischer Spuren. Er verhinderte die Rückkehr der Statue der Göttin Victoria in den Sitzungssaal des römischen Senats und bewog Kaiser Gratian zur Einstellung seiner Untersuchung für den römischen Kult. Ambrosius' Auftreten begründet den Sonderrang des Metropoliten von Mailand, der in Südgallien und Illyrien zum Teil mehr Einfluss hatte als der Papst. Augustinus hat seine Ansichten über das Verhältnis von Staat und Kirche in seiner Schrift De Civitate Dei dargelegt. Auch er beschäftigte sich mit dem Wesen weltlicher Herrschaft. Eine rein weltliche Herrschaft ist nach Augustinus grundsätzlich geprägt von Selbstzucht, Gewinnstreben und Laster. Gott bestraft eine sündhafte Gesellschaft zum Beispiel mit der Einsetzung eines Tyrannen. Die weltliche Herrschaft kann als Ausgeburt der Sünde verstanden werden. Erlöst werden die Herrscher nur durch ein christliches Leben. Dabei kann ihnen aber nur die Kirche helfen. Das Konzept dieses Gottesstaates fand rasch Verbreitung.